Morgen, ich stehe hier am Berliner Hauptbahnhof und das war eben mein Zug, den ich nehme zum Flughafen. Ich wollte euch willkommen heißen zum heutigen Video. Ihr seht, ich bin nicht im Van unterwegs, sondern ich werde heute fliegen und zwar nach... Ach, das erzähle ich euch später. Freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Mit Ryanair fliege und nichts zum Essen unterwegs bekomme, nehme ich mir noch einen kleinen Snack mit und dann bin ich bereit. So, ich bin jetzt hier am Flughafen. Hier fliegt gleich mein Flugzeug irgendwo hin und wir sehen uns dann im Landeanflug. Ich bin angekommen und es ist heiß, heiß, heiß. Ich sitze jetzt im Bus und 30 die haben bezahlt für das Ticket. Und die Bushaltestelle ist direkt, wenn man aus dem Flughafen rauskommt. Da sieht man schon den Bus stehen. Ganz einfach. Rechts abbiegen auf Rue Moulay Ismail. Seht, ich bin mitten in der Medina und muss jetzt mein Hostel suchen. Das sind ungefähr 500 Meter, sagt die Karte. Ich schau mal. So, ich bin jetzt hier angekommen. Das war eine Tortur. Ich hatte bei Hostelworld ein Einzelzimmer gebucht in einem Hostel, das heißt La Casa del Sol. Und dann bin ich praktisch vom Flughafen mit dem Bus hier in die Medina gefahren und dann muss ich noch ungefähr 500 Meter laufen mit den beiden Rucksäcken. Es war echt ganz schön anstrengend. Jedenfalls war ich froh, dass ich endlich angekommen bin. Und die haben mir dann erstmal erzählt, ja, sie arbeiten schon seit 2 Jahren nicht mehr mit Hostelworld zusammen. Und ich soll da hinschreiben und mir mein Geld zurückholen. Und ja, ich kann jetzt ein Zimmer im Dorm haben. Und ich sage, aber ich wollte jetzt die ersten 2 Nächte noch nicht im Dorm. Ja, dann soll ich mir ein anderes Zimmer buchen. Und jetzt bin ich halt hier gelandet. Auch nicht schlecht. Wie es heißt, keine Ahnung. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Ausblick hier. Und ab und an seht ihr hier noch Schäden vom Erdbeben. Das ist jetzt gerade mal 2 Monate her. Und hier wird aber schon kräftig dran gebaut. Ja, das ist mein Ausblick. Und da hinten, da seht ihr auch schon die Berge. Da will ich auch noch hin. Und hier die Erdbebenschäden. Schrecklich. Und hier ist der Sonnenuntergang.
Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich will natürlich noch in die Medina. Und hier ist eine Moschee. Die ist auch zerstört, also nicht zerstört, eingerissen und hier oben auch alles kaputt. Und hier hinten an der großen Moschee, da wird schon gebaut. Ja, das ist hier mein Ausblick über die Altstadt von Marokko. Echt schön. Wir können ja gleich mal eine Rumtour draus machen, wo wir schon mal hier sind. Also hier oben habe ich gerade den Ausblick genossen. Das hier ist die Frühstücksterrasse. Hier gibt es morgen früh Frühstück. Und da kann man nach unten gucken. Ja, hier ist so ein bisschen so ein Entspannungsbereich. Und hier geht's jetzt in mein Zimmer. Ausgepackt, alles nur abgeworfen. So sieht sie aus. Ganz einfach, aber sehr zentral. Und ich habe sogar ein Fenster. Und ich muss sagen, ich habe schon noch ein bisschen Schiss, denn hier durchs ganze Haus ziehen sich so Risse. Nicht, dass, wenn hier noch so ein Nachbeben kommt oder ich weiß nicht, nicht, dass es hier alles einstürzt. Thank you. Sau lecker. Hat übrigens 20 Dirham gekostet, sind 1,83 oder so. Ich suche jetzt hier einen Geldautomaten und bin schon durch diverse Gassen. Einen habe ich gefunden, der war breit, der war zu. Und ja, ich suche einfach weiter. Ich habe jetzt einen Geldautomaten gefunden, da hinten, aber der funktioniert nicht, kein Geld mehr drin. Und jetzt stehe ich hier an, in der Hoffnung, dass ich noch was abbekomme. So, Happy Jana, ich habe Geld und jetzt bin ich hier essen und will mir eine Tagine bestellen. Das ist ja hier so ein Nationalgericht und ich suche mir erstmal eine aus. Chicken Meat. Marrakesch, ja, sieht gut aus. Und der Preis? Ungefähr 4 Euro. So, ich habe mir jetzt Tagine Marrakesch bestellt. Sitzt hier schön in der Nähe vom Markt. Und ja, ich zeige euch gleich, was da drin ist. So, die Vorspeise kam schon. So, ich habe jetzt erstmal die Weiterreise klar gemacht. Morgen geht es zu einem schönen Wasserfall. Und übermorgen geht es dann in die Wüste, in die Berge. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Markt. Der lebt. Der steht hier einfach und lebt. Ui, hier ist es ganz schön spät geworden heute. Ich laufe hier im Dunkel durch die Medina und muss jetzt erstmal den Weg finden, wo ich wieder abbiegen muss in meine Straße. Da wird es jetzt gleich richtig gruselig, glaube ich, weil da ist kein Mensch. Und die sind alle nur noch auf der Hauptstraße und ich muss hier abbiegen. Okay. Ja, ich habe tatsächlich bestimmt 2 Stunden mit dem Guide gesessen und hin und her überlegt,
welche Route ich nehmen kann und wie es dann weitergeht. Und ich glaube, jetzt haben wir eine gute Alternative gefunden. Könnt ihr euch freuen, nehme ich euch mit. Ich habe es gefunden. Da ist mein Schloss. Das ist hier praktisch unten am Empfang. Und ich muss jetzt die Treppe hier hoch. Und hier ist wieder dieses Phänomen mit den niedrigen Decken. Hier habe ich mir nämlich vorhin schon die Birne eingerammelt. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir mal einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann einmal unten Kanal abonnieren. Mal sehen, wo ich euch noch so hin mitnehme.